Gänsehautatmosphäre beim Topspiel der Regionalliga Bayern zwischen dem Tabellenersten 1860 München und dem Zweiten aus Schweinfurt. Gästecoach Gerd Klaus sagte vor dem Spiel, wir haben das Zeug, die Löwen zu schlagen. Dann schauen wir mal, ob das auch wirklich so war. Sechste Minute, die Gastgeber in Weiß. Sehr dominant und robust. Mölders steckt den Ball durch zu Markus Ziereis, 1-0. 12.500 Zuschauer im extrem stimmungsvollen Stadion an der Grünwalder Straße sehen einen spielbestimmenden Spitzenreiter. Saisontor Nummer 2 für Ziereis. Wenn es dabei bleibt, hätten die 60er von Trainer Daniel Birovka nach dem 13. Spieltag 8 Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Schweinfurt. Und der steht sich zunächst weiter selbst im Weg. Ballverlust in der Hälfte der Gastgeber und die machen es schnell. Nicolas Helmbrecht, überragendes Solo, durchgesteckt zu Mölders. Der fackelt nicht lange. 2-0. Nach gerade mal 13 Minuten die deutliche Führung für die extrem bissigen Löwen. Dank des 7. Saisontors von Mölders. Allerdings, sie können diese Dominanz nicht halten. Plötzlich reißt der Faden. 32. Minute, Schweinfurt mal im Angriff. Der Ball kommt irgendwie zu Kevin Ferry. Was für ein Traumtor. Es ist ein Zufallstreffer, der die Gäste aus dem Nichts zurück ins Spiel bringt. Das war's mit der Dominanz. Jetzt spielen nur noch die Unterfranken. Kurz vor dem Pausenpfiff, was macht eigentlich Regionalliga-Top-Torjäger Jabiri? Seine Chance ist ein Fingerzeig für die zweite Halbzeit, in der sich die Kräfteverhältnisse deutlich ändern sollen. Die 60er nerven mich, hatte Klaus vor der Partie gesagt, doch der Zweitliga-Absteiger beschenkt ihn nach dem Seitenwechsel mit einem Spiel in Überzahl. Gelb-Rot gegen Helmbrecht in der 56. Minute, eine harte Entscheidung, auch wenn sein Fuß hier natürlich ein bisschen zu hoch ist. Die Gäste sind weiter on fire. 73. Minute, Marius Wilsch. Mauersberger kratzt den irgendwie noch von der Linie. Jetzt straucheln die 60er, aber sie fallen nicht. Noch 5 Minuten zu spielen. Philipp Steinhardt lang und hoch auf Mölders. Was macht er gegen 2? Er macht ihn rein. Doppelpack zum 3:1. Endstand in Unterzahl. Die Löwen haben jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Schweinfurt. Trainer Klaus kann's nicht fassen. Heute wäre es realistisch machbar gewesen, bei den Löwen was mitzunehmen.